Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Plays. Heute spielen wir Mafia 3 weiter. Viel Spaß! Das letzte Mal haben wir das Geld verbrennen gemacht. Die Mission. Und heute gucken, was wir machen müssen. Lasst euch überraschen. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was Sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Okay. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Soll ich jetzt springen oder was? Okay. Ja, merke schon, ne? Psst. Wie viele Männer schicken wir los? So. Zwei Teams. Eins greift die Bar an. Das andere wird. Ja, ja. Na, das geht's. Das Land. Der beugt man selbst, wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen. Werden wir es tun? Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Finde Bagger. Alice und der andere Kerl. Lincoln Clay. Hör nicht gegen mich, ne? Diesmal wird er uns nicht entkommen. Ach, da ist der Typ. Den hauen wir einfach vor der Mappe. Papa Legba, öffne. Halt die Klappe. Frohes Schlafen. Und dass sich keiner mal findet, ne? Wir wollen ja nett sein zu dir. Und die Fische wollen auch was davon haben. Viel Spaß. Das hast du gerade nicht gesehen, ne? Der war weg. Da ist einer. Wo ist der zweite? Ah, steht bei mir der Kasper. Schlaf gut. Ups. Der war weg. Weg wie nicht. Ist diesen Kasper oben noch wegholen? Komm her. Fangen wir noch mal von vorne an. Genau. Wir fangen von vorne an. Komm her. Meinst du? Ups. War ich das? So, mein Freund, du gehst genauso baden. Nee. Das doch mal an, wie geil das aussieht, wenn er jetzt auf Nein fliegt. Hör auf. Und gleich wieder hoch. Hör auf, wie das aussieht gleich. Gesehen? Das sind Tiere halt. Was die Leichen wegholt. Ja, ein Tier. Ein kleines Fischlein. Das ist ein Fischlein, ja. Hast du ja gerade gesehen. Wie das Fischlein das geholt hat. Ist da noch einer? Wisst ihr? Aber ich überstehe, ich war da auch im Wasser gewesen. Hey, das hab ich mal überhört, ne? Was ist da für eine Waffe? Die nehmen wir mit. Ich geh jetzt mal so ohne mehr rein, kannst du knicken. Jetzt will ich, was da drin lauert, bin ich nicht mehr dabei. Psst. Aha. Das sind zwei Kasper. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Welchen alten Mann? Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Marcano auf den Hals gehetzt hätte. Der Bleicharsch kümmert sich doch einen Scheiß um so einen ausländischen Nigger. Solange hat er mich gerade Nigger genannt? Ist es Marcano egal, der es ihm überreicht. Na, komm her. Na gut, da schläft doch erstmal runter. Was macht dann die Decke? Wir können versuchen, den wegzuholen da. Ja, ja, ist ein bisschen blau. Ja,
Komm her! Ich kann dir knallen kann. Läufst du in diese Richtung oder läufst du in die Richtung? Habe ich gesagt, dass ich so lang laufe? Ist das hier lang, wo ich bin? Hi! Der zappelt noch. Nee, das kann man so nicht machen. Ich habe vergessen, meinen Fisch zu füttern. Das sieht doch übelst geil aus, wenn der Fisch da das holt, oder? Das hat doch was. Aber was ist das für ein Monster, frag ich mich. Dann hauen wir jetzt mal hier neu. Wo bleibt mein Fisch? Der wird gleich kommen. Doch, doch. Nö. Ist zu flach, hm? Ne. Jetzt hat mein Fisch nicht zu fressen gekriegt. Den kann ich doch nicht mehr rausholen. Egal. Der Fisch hat es jetzt noch gefressen. Na gut. War doch schon. Also muss ich einen finden hier. Er hat noch so einen Kasper gehabt. Fütterst halt den. Ups. Ne. Das bleiben mehrere. Da kann ich nicht lang gehen jetzt. So. Der zweite Kasper. Wo ist der? Ah. Hey, komm mal her. Komm rüber. Komm rüber. Schnell, bevor wir gesehen werden. Los. Schnell. Erstmal einen Fisch füttern gehen. Ja, ja, das war ein bisschen falsch. Das war, ja, irgendwie schon, ne? So, liegt unsere Leiche immer noch hier drin? Oder wurden die gefressen? Hm, toll. Na egal. Ist aber Wurst. Ah, wie hier Gitter ist, da kommt er nicht durch, mein Fisch. Aber hier kommt er durch, oder was? Nam, 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 nam. Komm. Her, für dich. Wow! Was ist denn das für ein Ding? Natürlich nice, absolut, das gefällt mir. Ich überlege, ob ich den nochmal raushole irgendwie. Hast du flach, hier siehst du. Ja, toll, nimm. Kann man den doch nehmen. Ach man, ey, da bleiben wir liegen. Und versauer hier unten. Ja. Ja, ist vielleicht sicherer. Weißt du, dass die da hochkommt? Ja, das ist nicht so schön. So. Auf jeden Fall hat mein Fisch wieder gefressen. Ich hoffe, das ist langsam satt. Da kenne ich noch jemanden, der nicht satt wird. Aber Namen möchte ich keinen nennen. So, jetzt haben wir auch. Oh, da ist ja viele. Hm, Handgranate habe ich keine. Ich werfe schon eine Handgranate hin, weißt du? Ah, sind ein bisschen viele hier, die aufstehen. Mist. Ja, nach und nach bringt auch nicht viel, da kommt auch nicht weit. Die sind einfach zu viele. Die haben mich fast gesehen, ne?
Da ist auch noch einer. Na toll. Ich den erstmal ausschalte. Ja, ich würde dann machen, den schalten wir erstmal aus. Dass hier Ruhe ist. Aber diesmal renne ich nicht zu meinem Fisch, ne? Scheiße! Kümmert euch um diesen Motherfucker! Was? So sollte es eigentlich nicht sein. Der war nicht gut. Hab ihn im Visier. Hast du das gesehen? Ich hab ihn im Visier. Puff. Kopfschuss. Ich versteck mich. Das ist eine gute. Denk nicht darüber nach. Ich will den da eigentlich gar nichts tun, den Leuten, ne? Wir gehören nicht zu dir, Schwanzlutscher! Was? Da bin ich ein Schwanzlutscher! Keine Kugel mehr! Muss nachladen! Wenn ich keine Kugel mehr hast, ist gut für mich. Flack, mein Freund, ne? Was? Aber errichten. Ja, gibt's ja. Hey, ich sehe keinen. Ach, da oben sind, ist der Kunde. Wir gehören nicht zu dir, Schwanzlutscher. Jetzt hab ich dich. Darf mich Schwanzlutscher zu nennen? Du brauchst mir nachladen, du hast nicht immer meine Waffe jetzt. Hä? Hab ich denn in die Mappe geschossen? Nein. Jetzt rennt er weg. Gott, den haben wir auf die Fresse. Den muss ich auf. Den Wichser mache ich da. Okay. Ja, Butler. Jetzt konnte ich gerade nicht mehr machen. Da hat eine schöne. Ja, der hat gerade eine schöne Automatikwaffe gehabt. Was soll ich denn da noch ausrichten dagegen? Ist egal. Machen wir gleich weiter hier. Wie viele Männer schicken wir los? Jetzt bin ich wieder hier? Ach, nö, wieder am Anfang. So, mein Fisch freut sich gleich wieder. Halt die Klappe. Ne, hier nicht. Aber hier. Das ist eigentlich geil, das aus, wie der da weg ist. Was ist denn das für ein Ding, ey? Aber es muss sagen, es fetzt das Ding, absolut. Ne. Es fetzt auf jeden Fall, oder? Den wollen wir wollen den. Gleich rein zu meinem Fisch. Ist das schon geholt worden? Ne? Doch, jetzt. Jetzt war er weg. Hey du! Schwanzlutscher! Ja, ich merk schon, ne? Komm doch her! Jetzt. Komm her! Na schön! Ich suche da drüben. Mach das, der Fisch freut sich. Komm her. Moin. Was kann ich? Na, lebendig wird's blöd, oder? Ja, ich merk schon, ne? Du willst gleich hier lebendig erstmal ins Wasser schmeißen. Oh, das ist denn das ein Ding? Wow. Oh, hat was? Nein. Da lege ich leider keinen Wert drauf. Ist schon komisch, dass ich nicht angegriffen worden bin, obwohl ich hier
auch im Wasser war. Ist jetzt hier lang gehen? Kommt da der Fisch? Ist die Frage. Sicher, ne? Ich meine, ich gehe Bock, nochmal von vorne anzufangen. Aber ich schmecke nicht, also. Den man schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Margano auf den Als geätzte. Geätzte. Nicht gehetzt, sondern geätzte. Solange das Geld reinkommt, ist es Margano egal, wer es ihm überreicht. Okay. Lauf weg. Und du, guck da rein. Oder? Ne. Oh doch? Ne. Können wir machen, ne. Machen wir doch noch was nicht mal. Ich würde sagen, ne. Nee. Mein gutes Gewissen sagt nein. Und mein innerer Schweinehund sagt, nein, weg! Ne, machen wir nicht. Jetzt gehen wir mal hin. Der sitzt gerade schön noch da, also. Ne, ich will es nicht pfeifen. Ich will ihn anders als. Ach, denn der? Hey, meinst du? Und nein, er geht diesmal nicht zum Fisch. Nee. Nein! Ah! Da will ja nicht brennen, der Idiot! Ach, lass ihn liegen. Jetzt gehen wir dir mal auf die Fresse hauen hier hinten. Komm doch her! Bewege dich noch einmal und stell dich irgendwo. Ja, gucken wir mal. Hm, toll. Jetzt haben wir die Kasper wieder drüben alle. Dann kann ich ja nur irgendwie durchs Haus machen. Jetzt haben wir die Wand los. Und du brutzeln nur und ich will schon essen. Ich werde hier lang machen. Das könnte vielleicht funktionieren. Aber nur vielleicht. Nee, da rein will ich doch gar nicht. Keine Ahnung, wir laufen einmal hinten lang. Die sind hier irgendwo. Ah, da vorne. Kann ich hinter dem Haus lang? Natürlich nicht. Steht noch einer, Mist. Der Pfeifermeier, ja. Komm her. Komm her. Hast du mich für einen Schwanzlutscher genannt? War's das nicht? Hä? Bist du das nicht gewesen? Komm her. Hallo. Komm rüber. Jetzt du. Lass die Kunden doch liegen. Schützkünder. Hau jetzt hier rein in die Ecke und Schuss. Meine Fresse, hebt deinen Typ nochmal an. Nee, eine Decke kriegt doch keiner. Hey du, komm her! Warum winkst du da? Ist der bescheuert? Da winkt er mir, ne? Jetzt hier lang machen? Kann ich ihn irgendwo hinten? Na, ich kann klettern, ich muss im Blau klettern kann. Und toll! Der hier kann ich nicht laufen, Idiot! Aber hier auch kann man. Kann man eigentlich von hinten? Nee, eben nicht. Der hier unten ist der Idiot. Da unten kann ich auch sehen, ne? Ja, wer ist dabei? Ne, geht nicht. Ich will nicht jeden erschießen, ist doch Quatsch. Ich will lieber eine vor der Fresse hauen. Jo, macht Spaß. Hat er gefurzt? Au. Es klang ziemlich verdächtig.
Hey du, hey, hey, hey. Halt die Fresse komplett. Oh, hier sind gleich viele wieder. Komm her. Komm her. Komm her. Ich will dir nichts tun, komm her. Hi. Schnauze. Ja, lass ihn rüsten. Das sind deine letzten Zucken. Mehr ist es nicht. Was kannst du überhaupt? Ja, frage mich auch gerade. Den verarzt ich nie. Den hau ich wieder vor der Mappe. Komm her. Komm her. Aber hier rein, bitte. Hier war auch noch lang. Komm her. Hallo, komm. Komm rein. Hey, moin. Schnauze rein hier. Wie bei Bud Spencer, oder? Komm rein. Jetzt haben wir die Kasper hier oben noch hängen alle, ne? Oder? Ne, die sind gar nicht da. Na, können wir mal leise gucken. Der Boss ist sauer, dass diese Penner den Überfall auf seine Mission vermasselt haben. Bist denn du? Wenn sie den Motherfucker erwischt hätten. Nicht so, mein Freund. Das hast du gerade nie gesagt. Hey, du, komm her. Hä? Komm her. Da musst du halt leise erledigen. Wieso kommt der Kasper jetzt zu mir? Hab ich dich gerufen? Hab ich Mülltonne gerufen? Komm rein. Komm rein. Hau doch hinter einfach. Meine Fresse. Nächste bitte. Keine Ausrede. Nehmt hier alles auseinander. Dich nehme ich auseinander, hast du recht. So, dann haben wir erledigt. Und die sind ordentliche Waffen dabei. Ne, der Maschinenkunde ist nicht dabei gewesen, ne? Der wird nur noch drinnen hängen, die feige Ratte. Okay. Wir rücken. Oh, da ist er doch. Hast du ihn gesehen? Komm her. Diesmal kriegst du eine von Latze, sag ich dir. Das hast du nie umsonst gemacht gerade. Na, das ist der Typ Romeo, oder? Diesmal war es für dich, mein Freund. Ja, genau. Du hast die Maschinenpistole. Ja, na, hier reingehen wir jetzt noch nie. Machen wir das erstmal jetzt hier. Nehmen wir mit. Erst, dann Afrikaner. Fick den! Du musst mich töten! Was ich? Dazu hast du kein Recht, wo sie hin? Hättest mit. Scheiß Kerl! Die dumme Frage, willst du mich töten, ne? Fick dich! War ein großer Fehler, im Harlow aufzutauchen. Das Solo gehört einem Traiji-Jesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten! Keinen Weißen mehr euch! Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Was ist das für eine? Du Gettekusser! Du Schweine! Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich bist du! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei? Siehst du doch. Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Ein undankbares Miststück, absolut. Verrückte Haitianer. Die war undankbar. Der Mietjunge ist da drin! Tötet ihn! Was? Der Mixer hat Barker getötet! Verbrennt ihn!
Haben die ja gesagt, verbrennt ihn? Ach du Scheiße, komm schon nicht mehr raus. Ich bin hier irgendwie voll im Arsch, ne? Oh, hier draußen sind sehr, sehr viele, wie ich mitkriege. Die wollen mich lynchen. Alter, fuck! Jetzt geht's los. Jetzt wollen sie mich verbrennen. Ich verbrenne mich selber. Schlafen. Ich sitze ziemlich in der Scheiße, ja. Dahinter war noch einer. Gut, da war er hinter. Du komm mal vor. Zeige dich. Komm doch vor! Fuck. Zapschen. Soll ich nicht quälen? Jetzt sind wir ein bisschen am Arsch. Und warum sind wir jetzt am Arsch? Wir waren am Arsch denn. So, mal was gucken kurz. Steuerung, wie war denn das gewesen? Tastatur. Nahkampf, Pfeifen, Nahkampf. Wollen wir nicht wissen? Das hört mich nicht. Nachladen, Sprengladung, Sprengstoff wegstecken. Habe ich es irgendwie übersehen? Man kann sich doch. Achso! Hier ist er. Mit C geht das okay. Was will ich mehr? So die Frage, ist da noch einer? Wenn ja, bist du aufgehört. Ich brauche eine Waffe. Fertig Schuss. Besser als nichts. Hast du was dabei gehabt? Hä? Ich muss nachladen, verdammt! Alter Schwede. Von wo die Baller, ne? Ich muss woanders lang. Ich muss mal Waffen holen irgendwie. Rein. Das sind 100 pro noch mehr. Oh, da kommt noch einer. Wir geben nichts auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Was war das für eine Aktion? Hast du gerade gesehen? Irgendwer steht da neben mir. Scheiße! Leer! Verdammt! Nein! Schmerzen sagen mir, dass ich noch lebe! Ich gebe ihnen einen zwischen die Augen! Mach das! Zu viele von uns!
suche Deckung! Wo ist denn der Kasper? Hä? Heute werde ich sterben, okay. Morgen nicht mehr. Wo ist der jetzt hin? Nö, nee, kommt nicht. Ups. Gott verdammt! Wir haben ihn aus den Augen verloren! Bitte! Oh Gott, hier sind ganz schön viele. Komm her! Keine Spur! Komm her! Mach das, komm her! Moin! Das Maul schnell gekriegt heute? Kunde. Der nächste bitte. Oh, eine Waffe. Das ist nur einer, ich sehe keinen. Siehst du jemand? Ah, irgendeiner sieht mich schon wieder. Ich verpfeift einer zurück, ja, wow. Kommt da, kommt da, kommt, kommt. Komm ja hier rein. Und. Hi. Ruhig schlafen. Spinner. Der wackelt da so rum. Was geht mit denen? Der hat sich doch mal hingesetzt. Komm doch her! Wo sind denn die alle? Ah, kommt! Nächsten Entwurf aufs Fressbrett hauen. Komm her! Komm zu Papa! Hi! Nein, ne, wahaha! Weg! Waffe! Ich sehe die Kasper gerade nicht. Da vorne müssen die irgendwo sein, ne? Na, werden wir mal vorne abfangen. Am besten hier. Siehst du einen? Da hinten kommt einer. Zeit woanders nachzusehen. Du kommst her. Warum nicht so viel? Komm her. Komm zu Papa. Komm her. Hallo. Schlafen. Das sind nur 76 Meter, die wir laufen müssen, ne? Aber wir sind überall noch Typen. Hallo, kommt doch alle her. Na, du kannst sie anlocken, das ist geil. Davon kommt einer. Da kommt einer angelaufen. Den hau ich eine voll vor die Fratze. Komm her. In die Fratze, habe ich gesagt. Jetzt kommt er. Komm her. Nicht lange warten, komm her. Bist du doof? Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben. Genau, komm her. Und? Hi. Schweck. Müll. Die ist ja noch irgendwo einer. Ich sehe den bloß nicht. Mach das! Oh, gesagt, da sitzt eine Ohr! Ja, wo ist denn der Kasper? Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben. Na toll, bringen wir auch nicht viel. Lässt nicht geht durchs Haus. Die können überall sein. Hast du ihn gesehen gerade? Da sitzt du da. Komm her. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Sag mal, habt ihr irgendwie eine Schallplatte aufgelegt oder was? Komm hier rein. Hi. Ich tu doch nicht weh. Ganz kurz bloß. Knack. Tschüss.
Ich habe versprochen, es tut ihnen lange weh, ne? Also. Ist denn noch mehr? Pass ein bisschen auf, guck mal mit nach, ob du ihn siehst. Einige wundern, meine Frau guckt mir gerade zu. Und ja, gibt mir am besten Tipps oder irgendwelche dummen Ratschläge. Das habe ich überhört. Suchen wir woanders. Aber nicht hier. Ach, hör. Wo sind die, Kasper? Ah, da vorne. Es sind noch drei Stück, die ich erledigen muss, wie es aussieht. Wird auch langsam Zeit. Ja, haben wir es geschafft, cool. Los. Ich kann dir Zeit gelassen, mein Freund. Komm rein hier. Bitte vorne oder willst du hier bleiben? Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer. Ja, falsch, Gott, falsch. Wenn die weg sind, wird sich alles falsch, wieder beruhigen. Gott, falsch. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse. Also irgendwie hat er das Rücklicht verloren, ne? Ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Webel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Geile Mucke. So, raus hier.
eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Mhm. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Das stimmt auf jeden Fall. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Sir, wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will, klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Also Leute, das war der zweite Teil von Mafia 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommi da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Meine Frau möchte gerne was sagen. Okay. Achso, okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.